Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Bisschen Kleingeld gespart, damit ich dann doch irgendwann auch mal das Fahrrad auf einem Porsche transportieren kann. Ja, First World Problems. Aber finde ich ganz gut. Anderes First World Problem. Heute ist der 27.02.2021. Also quasi Februar ist fast vorbei. Und nach meinem FTP-Test letzte Woche, ja, habe ich diese Woche ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und in der Tat konnte man schon mit kurzer Hose fahren und ja, hatte auch schon nur Armlänge und ein Sommertrikot an. Also der Frühling war zu spüren. Und draußen, man hört es auch im Hintergrund, sind schon die Vögel. Ja, bereit für den Frühling. Tja, und das ist eigentlich ganz gut. Denn BBB, also Triple B, die Fahrradbekleidungsmarke, hat wieder so eine kleine Challenge gemacht. Und ihr wisst ja, Challenges digital oder auch analog finde ich ganz cool. Und ja, die Challenge ist die Three Loops Legend Challenge. Das bedeutet, man soll drei Loops fahren, also drei Runden mit jeweils einem, ja, Ausgangspunkt oder Schnittpunkt. Und man muss mindestens 150 Kilometer insgesamt zurücklegen. Also es können halt zwei Loops dabei sein, die nur jeweils 10 Kilometer lang sind und dann muss halt der dritte Loop 130 Kilometer lang sein. Eigentlich eine einfache Milchmädchenrechnung. Ich habe mir eine Route gebaut. Das Problem ist, dass quasi Petrus als Wettergott nicht so ganz auf meiner Seite ist. Denn ja, wie gesagt, nach den frühlingshaften Temperaturen haben wir heute 2 Grad im Münchner Umland. Es werden nachher noch circa 6 Grad. Mal schauen. Und ich habe schon alles ausgepackt, was ich habe an Kleidung. Mit Beinlingen, mit Stirnband, mit ja, alles, was es gibt. Und in so Momenten denke ich mir, ich bräuchte dann noch ein dickes Jersey oder dicke Überschuhe oder doch nochmal Winterschuhe. Ja, da kommt der Kaufflow in mir durch. Nichtsdestotrotz, ich werde es versuchen. Ich werde mich jetzt fertig machen für den ersten Loop. Der ist knapp 55 Kilometer und geht Richtung Holzkirchen und dann durch die Pupplinger Au. Quasi das ja, kleine Mallorca von Wolfratshausen. Ist echt schön. Vielleicht nehme ich noch einen Fisch mit oder ein Fischbrötchen auf die Hand. Genau, und dann geht es zur zweiten Runde Richtung Aying, Ainger Brauhaus. Und sollte ich dann noch Bock haben und ich vom Sofa nach dem Mittagessen aufraffen können, dann mache ich noch mal eine dritte Runde Richtung Starrenberg. Aber da es quasi nicht in meinem Trainingsplan aktuell verortet ist, diese Länge und diese Belastung, und ich letzte Woche den FTP-Test habe, kann ich, glaube ich, guten Gewissens auch noch in den Spiegel schauen morgen, wenn ich heute nur zwei Loops schaffen sollte. Nichtsdestotrotz, ich habe Bock. Ich finde es gut, dass Fahrradmarken so Challenges aufstellen. Und ja, solange mir jetzt was Intro war, brauche ich wahrscheinlich auch mich anzuziehen. Und dann geht es auch schon los. Der Hobel ist schon fertig, die Winterreifen sind drauf, ein bisschen Öl auf die Kette. Ja, und dann 3, 2, 1, auf geht's. Den ersten Loop habe ich jetzt, 55,3 Kilometer inklusive Fischsemmel an der Aumühle. Sollte der Loop mit den meisten Höhenmetern gewesen sein, inklusive Pause habe ich jetzt 2 Stunden 40 gebraucht. Wechsel einmal kurz die Jacke und die Handschuhe, einen Kaffee und noch einen Snack. Vielleicht muss ich aber auch die Geschichte jetzt schon abbrechen, denn der Postbote hat ein Paket gebracht. Ja, das wird dann definitiv Material für ein anderes Video. Trinke ich jetzt einen Kaffee und starte den zweiten Loop oder schaue ich ins Paket? Schwierige Entscheidung. Musik
zweite Runde. Jetzt ging es Richtung Aing an der Brauerei vorbei und dann Richtung Ikea und Co. Also quasi Bruntal. So in der Nähe ohne Osten von München. Genau. Hab jetzt 103 Kilometer von den mindestens 150. Bin insgesamt 5 Stunden 27 unterwegs mit den Pausen. Und ja, das Paket steht immer noch hinter mir. Ich verrate nicht, was es ist, weil ich den Spannungsbogen hochhalte. Und ich glaube, ich mache jetzt noch die dritte Runde. Ja. Ich meine, ich habe die Route ja gebaut. Es wäre sonst auch sinnlos, sie nicht zu fahren. Dementsprechend 1, 2, aller guten Dinge sind 3. Jetzt wisst ihr immer noch nicht, was in dem Paket drin ist. Habe ich ehrlicherweise gar keine Schuldgefühle, müsst ihr halt das nächste Video anschauen. Aber wir wissen, dass ich noch sowas wie Fahrrad fahren kann. Und da sind sie, die drei Loops. Der erste Richtung Holzkirchen, Wolfratshausen, Pupplingerau. Schönen Strasslach hoch. 18%. War ja auch in dem Reveal-Test-Video. Da, wo ich quasi kurz um Luft gerungen habe. 30er Übersetzung ist gar nicht so blöd. Kommt Kap. Sauerstoff, ey. Kompakt. Zweite Runde ging dann wieder raus Richtung Sauerlach, dann aber nach Aing an der Brauerei vorbei. Und am Ikea und so. Quasi feinste Industriebrache. Und der dritte Loop ging Richtung Grünwald und dann Gauting-Leutstetten-Wangen. Und dann ging es runter Richtung Klosler-Schäfflarn. Schön die Abi-Kurve. Müsst ihr mal auf Komoot schauen, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Und dann ging es noch das zweite Mal Sauerlach hoch, weil heute Morgen war noch nicht anstrengend genug. Macht insgesamt 8 Stunden 8 Fahrzeit, 6 Stunden 31 quasi ohne Pause. 153 Kilometer und so roundabout 700 irgendwas Höhenmeter. Bin ich jetzt zu faul nachzuschauen. Angeblich knapp 2600 Kalorien. Da schaue ich, glaube ich, nochmal in meinen Whoop, weil 2600 auf 153, boah, das wäre relativ wenig. Ja, hat schon Spaß gemacht. Wetter war kalt, muss man sagen. Deswegen bin ich froh, dass ich es durchgezogen habe. Aber doch, ging sich echt aus. Hat Spaß gemacht und ja, so Challenges sollte man einfach mal machen. Wenn man einen gesunden Ehrgeiz hat, dann geht sich das ganz gut aus. Ich gehe morgen früh auf den Berg wandern. So viel dann gesunder Ehrgeiz. Ja. Ich bestelle mir jetzt noch eine Pizza und dann trinke ich noch so ein leckeres, das Helle von Tillmanns. Sollte Corona irgendwann vorbei sein, solltet ihr auch mal in den Shop von Tillmanns gehen, beziehungsweise die Bar. Da kann man nämlich Craft-Biere testen on tap, also aus dem Hahn. Ist ziemlich lustig und ziemlich lecker. Und es gibt nebst dem Hellen auch noch ein Dunkles, es gibt aber auch ein Alkoholfreies. Und jede Flasche macht der gute Tillmann mit einem Künstler. Deswegen, ich finde es ganz gut und es ist mega lecker. Und auch da habe ich keine Schuldgefühle, dass ich das jetzt alleine genieße. Ich hoffe, ihr mögt mich trotzdem. Schaltet demnächst wieder ein, wenn es quasi um dieses gute Stück da drin geht. Und ja, ich gehe jetzt duschen, rieche nämlich ein bisschen nach Roadkill. Bestelle mir, wie gesagt, eine Pizza, vielleicht auch zwei. Und dann sehen wir uns hoffentlich alsbald wieder, wenn es um das nächste Testrad geht. In diesem Sinne, schönen Feierabend, danke fürs Einschalten. Merci, Servus, euer Flo.